Auf zu Kapitel 10, I guess. Hallo, was kann ich für euch tun? Könntet ihr bitte einen Blick auf dieses Schwert werfen, Ratchet? Woher kennst du meinen Namen? Ich kann mich nicht daran erinnern, je einen Frosch getroffen zu haben. Seid doch nicht so. Ich bin es. Cyrus. Cyrus, das kann doch nicht sein. Bist du es wirklich? Leibhaftig und egal, wie mein Äußeres sich ändert, ich würde euch nie anlügen. Liebt ihr immer noch Milch? Wenn ihr uns hilft, lade ich euch zu einer ein. Du bist es! Oh, Cyrus! Kannst nicht fassen, dass du zurück bist. Aber was ist mit dir geschehen? Du hättest mich ruhig warnen können, um mir den Schreck zu ersparen. Es ist eine lange Geschichte. Aber im Moment möchte ich nicht darüber reden. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr Aldos Schwert untersuchen könntet. Ich vermute, dass es verzaubert ist, also dachte ich, ihr seid sicher die beste Ansprechpartnerin. Nun gut, wo ist das Schwert? Meine Güte! Ein so mächtiges Siegel habe ich noch nie erblickt. Das ist keine gewöhnliche Waffe. Kannst du das Siegel brechen? Nicht mit meiner Elementarmagie, aber vielleicht kann ich es vorübergehend schwächen. Heißt das, die Macht des Schwertes könnte zumindest für kurze Zeit entfesselt werden? Ich denke schon. Aber ich würde davon abraten. Vermutlich ist es mehr Macht, als du kontrollieren könntest. Was meint ihr, Aldo? Möchtet ihr versuchen, das Siegel zu brechen? Ja, selbst wenn alles bergab geht, sollte es kein Problem sein, wenn ich das Schwert stecken lasse, oder? Außerdem könnten uns noch schwere Kämpfe bevorstehen. Da kann ein wenig Reservemacht nicht schaden. Da seht ihr es, Ratchet. Werdet ihr uns helfen? In Ordnung. Dann müsst ihr mir als allererstes Acrylidactylus Fleisch bringen. Das klingt verdächtig nach einer nicht notwendigen Aufgabe. Dieses Bild von ihm. Geil. Jetzt hör mal her. Was ihr erwartet, ist keine leichte Sache. Es ist eine Herausforderung für Verstand und Körper. Und vor allem für meinen Magen. Reader, ihr habt gewonnen. Wir bringen euch, was immer ihr möchtet. Es klingt schon viel besser. Acrylidactylen findet man auf dem Derismo-Hauptstraße. Ich bereite hier in der Zwischenzeit alles vor. Ihr habt die Dame gehört, Aldo. Keine Zeit zu trödeln. Die Jagd beginnt. Ja, ich merke auch schon wieder, wie mein Magen hier Probleme macht und mich ständig husten lässt. Und da ist unsere Charakterquest. Ich wusste es. Da. Warum auch immer. Und ja, Logo, ich werde Tales of Xillia immer noch als erstes von den Tales-Teilen spielen. So zumindest mein Plan. Was für ein feiner Acrylidactylus. Die mochte Ratchet schon, seit sie ein Kind war, am liebsten. Diese Dinger isst man wirklich? Ein Krieger sollte nicht nach dem Äußeren urteilen. Ihre kräftige und dehnbare Struktur macht sie absolut köstlich. Was sagt ein Kerl, der Fliegen frisst? Berechne Nährstoffwerte. Analyse abgeschlossen. Zielobjekt bietet ideale Nährstoffzufuhr. Hat bereits jemand versucht, diese Tiere zu zähmen? Kein Fall. Eine ganze Farm mit diesen Monstern wäre ein schauriger Anblick.
Sofern es nicht euer Bestreben ist, unser Opfer zu Tode zu langweilen, sollten wir uns für den Kampf bereit machen. Ha, das war ein leichter Sieg. Das kann er laut sagen. Möchtet ihr ein Stück probieren? Ratchet muss davon nichts wissen. Nein, danke. Lieber nicht. Auf zum Parzival-Palast. Aber tatsächlich, Logo, gibt es zwei Hauptcharaktere. Die kann man am Anfang des Spiels auswählen. Die weibliche, die du wahrscheinlich meinst. Und so einen männlichen Zauberdude. Ratchet, wir sind zurück und haben etwas für euch. Wird das reichen? Das ist großartig. Bin auch mit den Vorbereitungen fertig. Sollen wir beginnen? Ja, bitte. Denkt daran, wir können nur einen Teil der Macht des Schwertes freisetzen und das Siegel nicht vollständig brechen. Sicher, das reicht mir vollkommen. Dann bringt mir das Schwert. Wo bin ich? Also, den Groll unseres Clans, der den Groll unseres Clans teilt. Es war eine weise Entscheidung, das Siegel so bald zu brechen. Bist du das, Ogre Rankorem? Was erzählst du von deinem Clan und ihrem Groll? Die Bestien haben unseren ganzen Clan ausgerottet. Doch selbst im Tode werden diese Gelüste nach Rache nicht verklingen. Wenn es dein Begehr ist, geben wir dir genug Macht, um alle von ihnen zu vernichten. Schließlich sind wir Verbündete. Dein Schicksal ist mit dem unseren schon länger verbunden, als dir bewusst ist. Alles klar, 19, gute Nacht. Was? Du wirst die Wahrheit entdecken. Warte, Ogre Rankorem, ich hab noch so viele Fragen. Aldo, komm schon, öffne deine Augen. Geht es dir gut, Aldo? Ah, ja, alles in Ordnung. War nur wenig abwesend, hab mich mit Ogre Rankorem unterhalten. Ein Schwert mit Mund ist wie ein Fisch mit Armen. Das war nur ein Traum. Wie dem auch sei, das Siegel wurde geschwächt. Mehr kann ich nicht für dich tun. Prima, vielen Dank, Ratchet. Gern geschehen. Jetzt, wo ich so genau sehe, das Schwert sieht aus, sieht die dem unseres Königs absolut gleich aus. Aber es sieht älter aus, es ist weniger gut erhalten. Wirklich? König Parzival besitzt so ein Schwert? Zweifelsohne. Das Schwert des Königs ist ein heiliges Artefakt, das seit Generationen in der königlichen Familie weitergereicht wurde. Heilig, wa? Darüber sollten wir nicht allzu lange nachdenken. Erstmal müssen wir uns darauf konzentrieren, zum Turm der Zeit zu gelangen. Gehst du dorthin, Cyrus? Passt alle auf euch auf. Dieser Ort wird von Illusionen beschützt. Ich kann sie von hier aus bannen. Ich kann euch gar nicht genug danken, Ratchet. Wir stehen in eurer Schuld. Aber bevor wir gehen, könnt ihr mein Geheimnis bitte für euch behalten? Ich bin noch nicht dazu bereit, mich zu zeigen. Bist du sicher? Ja, es ist besser so. In Ordnung. Wenn du darauf bestehst, werde niemandem davon erzählen. Wenn das alles vorüber ist, werde ich es euch erklären. Versprochen. Kommt schon, Aldo. Wir müssen uns auf den Weg machen. Der Turm liegt hinter Derismo auf der Keruri-Hauptstraße.
Verstanden. Turm der Zeit. Wir kommen. Neue Funktion. Another Force. Freigeschaltet. Ein Teil sie jetzt von Ogarankurem wohl gebrochen. Du kannst nun die Another Force im Kampf benutzen. Another Force. Ein Gegner anzugreifen führt die Leiste der Another Force. Wenn die Leiste mehr als halb voll ist, drück die Taste, um Another Force zu aktivieren. Der Gegner wird keine Aktion durchführen können und du kannst Fähigkeiten ansetzen, ohne MP zu verlieren, bis die Leiste leer ist. Deine Charaktere haben außerdem die Chance, Kombo-Angriffe oder mehrere Angriffe auszuführen, um noch mehr Schaden anzurichten. Spezialangriffe. Wenn die Leiste der Another Force voll ist, können die Hauptmitglieder Spezialangriffe ausführen. Die Fähigkeiten können variieren, je nachdem, welche Charaktere in deiner Gruppe sind. Probiere deshalb verschiedene Kombinationen aus. Kombo-Angriffe. Charaktere können Kombo-Angriffe ausführen, wenn Another Force aktiv ist. Der zugefügte Schaden steigt prozentual mit der Leiste der Another Force. Ein anderer ist erschienen. Wenn sie es eingedeutscht hätten, wäre das echt lustig geworden. Eine andere Kraft. Wenn eine andere Kraft aktiv ist. Mit einer anderen Kraft kannst du Kombo-Angriffe machen. So, auf zu Keruri Gedöns. Achso. Aber was hat das mit schlimmeren Sidequests zu tun, Logo? Sag dir später! Warum sagst du mir jetzt, dass es dann... Das war, was du meintest, wenn du nicht das meintest, sondern etwas später. Turm der Zeit, willkommen! Also das ist der Turm der Zeit. Blinder Eifer schadet nur. Zumindest befindet sich diese Aussage in meiner Datenbank. Das ist wahr. Es wird nicht leicht, diesen Ort zu erkunden. Bleibt wachsam. Der Turm hat Pickel. Wieso sieht er aus wie ein überdimensionales Lichtschwert? Was ist denn hier los? Diese Mauern wirken, als wären sie aus Muskeln und Knochen gebaut. Meine Analyse ergibt, dass der gesamte Turm ein lebender Organismus ist. Das ist doch sicher nur ein Witz. Selbst so ein ungewöhnliches Gebäude kann doch nicht am Leben sein, oder? Ob es nun lebt oder nicht, hier verändern der König und das Orakel die Geschichte. Wir müssen nur herausfinden, wie sie es tun. Das Geheimnis muss hier irgendwo versteckt liegen. Yeah, jetzt können wir auf der Karte hier lang. Ein Vogt. Die andere konnte ich lesen, die war schon tot. Ist das ein Schutzschild? Ich glaube, das ist ein Schutzschild. Eine Wärterin war das andere. Schutzschild deaktivieren. Und so.
Der Lift ist außer Betrieb. Den kann man bestimmt auch aktivieren. Ein Syntoro... Syntoro irgendwas. Syntoro Oboros. Okay. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Und hier ist der Treppenaufgang. Der wie ein Aufzug klingt aus irgendeinem Grund. Ich finde es ja gut, wie keiner von unseren Gruppenmitgliedern hinterfragt, dass uns die ganze Zeit eine Katze begleitet. Okay, wir brauchen einen gelben und einen weißen Schalter noch, ne? Scheinbar. Oh, du hast einen tollen Bug. Schön, Bugs sind doch toll. Und so. Ja, da ist der gelbe. Und hinter dem gelben wird der weiße sein. Beziehungsweise auf dem nächsten Stockwerk dann erstmal. Moment mal. Der rote, da kamen wir her, oder? Dann war. Hä? War hier nicht irgendwo ein gelber? Erstmal dabei. Achso, die Linien sind immer bei rot. Okay. Darauf habe ich gar nicht geachtet gehabt. Okay, hier geht's noch runter. Dafür, dass die Level relativ linear aufgebaut sind, so in ihrer Natur, finde ich, tun sie da ganz schön gut noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Was so die in Klammern Rätsel angeht, dass man hier nicht ins 5 Minuten durchkommt. Du mochtest den Ort. Ja, sieht auch ganz gut aus bis jetzt. Und ich mag die XP, die es hier gibt. Loot. Gibt auch einen Grund, warum du ihn mochtest. Ja, das werde ich wohl wahrscheinlich noch feststellen im Laufe meiner Erkundungen. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Material für Waffen, die ich vorher nicht erreichen konnte. Okay, rosa. Okay, werde ich wohl gleich sehen, warum ich ein blaues Ding da an- und ausmachen muss. Hier ist ein rotes. Habe ich irgendwas dafür bekommen gerade?
Nee. Ich habe mir gerade. Das, irgendwie ist das gerade so komisch aufgepoppt mit den Ausrufezeichen, deswegen. Ah, ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Die eine und die andere Farbe ergibt wahrscheinlich die untere Barrierenfarbe, wa? Dachte ich mir. Wenn ich die Symphonie fertig habe, kann ich alles machen, was ich eigentlich machen wollte. Wow. Was meinst du, wie froh ich bin, dass ich zumindest ein Kapitel heute mindestens schaffen werde? Weil ja, siehst ja, wie überlevelt ich bin. Jetzt kann ich wenigstens ein paar Waffen wieder farmen und so. Okay, weiß. Mensch, sind hier viele Kämpfe. Mach einfach alles an. Wird schon gut gehen. Jetzt nur wüsste ich, wo ich war. Definitiv nicht hier. Also muss das auf einem anderen Stockwerk oder so sein. Ouroboros war, glaube ich, der die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, ne? So wie das Logo von Unendliche Geschichte. Oder war es das, diese eine Schlange auf dem Medizinbild? Moment mal. Genau, hier ist nicht so, noch so ein Ding. Damit haben wir eine Barriere auf und eine andere wieder. Okay. Wir müssen hier also Farbenlehre versuchen. Wir haben hier grün, was wir vorher nicht hatten. Wir haben rot. Und ich glaube blau, ne? Ja, dachte ich mir. Die vermehren sich ja, die Gegner. Erbarm. Hier machen wir die andere Tür wieder auf und dann gehen wir mal weiter. Boss-Monster.
Boah, dieses... Die Spawnrate von den Gegnern, ne? Also... Ist ja echt alle paar Schritte hier, ne? Okay. Die Uhr steht auf 6 Uhr. Unter Zifferblatt gibt es 4 Einkerbungen. Okay. Es ist ein blauer Edelstein mit 2 eingravierten Kreisen. Edelstein 2 blau nehmen. Okay, hier können wir nichts machen gerade. Edelstein benutzt. Du hast ein seltsames Geräusch. Der Zeiger steht auf 8 Uhr. Okay, hier ist ein anderes Portal. Es ist ein gelber Edelstein mit 5 eingravierten Kreisen. Du hast ein seltsames Geräusch. Uhrzeiger stehen auf 1 Uhr. Okay, die anderen Portale sind alle beide noch da. Müssen wir 12 Zeiger voll machen oder was ist hier los? Der Zeiger steht auf 5 Uhr. Okay, wir haben 1 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr und was war das andere? Jetzt haben wir gerade 5 Uhr. Machen wir mal 0 Uhr. 12 Uhr, okay. Eine schwere Prüfung steht hier bevor. Fortfahren. Okay. Was um alles in der Welt? Reine Blätter mit Bildern, die sich bewegen. Was für ein dämonisches Werk ist das? Analysiere. Diese Monitore zeigen Beispiele der unendlich vielen möglichen Versionen der Zukunft.
Diese künstliche embryonalen Lebensformen blicken in diese Varianten der Zukunft und projizieren die Bilder hinterher. Der Raum, diese Lebensform, der ganze Turm ist ein riesiger Quantencomputer. Damit manipulieren sie die Träume der Sterne. Ihr redet über diese Dinge, als wären sie nichts Besonderes. Stammt ihr überhaupt aus dieser Welt? Unendliche viele Varianten der Zukunft. Das sehen wir hier? Auf welche bewegen wir uns denn zu? Wo ist diese Zukunft mit all der Zerstörung? Was? Das ist sie, das ist die Zukunft, die ich sah. Anscheinend verstehen die diese Dinge, was sie sagen. Jetzt müssen wir nur noch die Änderung rückgängig machen und die Geschichte wieder richtig ausrichten. Hey, wie können wir die Zukunft mit Elsion wiederherstellen? Ihr Kerl wisst das doch, oder? Automatischer Sicherheitsmodus aktiviert. Unbefugter Zugriff. Sofort evakuieren. Oh Mist, wir müssen diese Dinger wohl erst beruhigen, bevor sie uns anhören. Okay. Scheinbar habe ich die halbe Leiste hier voll, ne? Erstmal wieder unnütz. Ah ja, eine schwere Bedrohung hatten, haben sie gesagt.
Wow, danke. Vernichtung? Worüber redest du da? Das Xenoprisma. Es verstärkt temporale Störungen und verbreitet Schockwellen durch die Raumzeit. Während die Störungen immer intensiver werden, muss das Universum mehr Energie aufbringen, um sie auszugleichen. Schon bald wird die Energie den Höchststand erreichen und ein gewaltiges Zeitbeben verursachen. So kann das Xenoprisma langsam die Realität zerfressen. Zumindest konnte es das, bis die Zeit verändert wurde. Ein Zeitbeben? Und das wird die Welt vernichten? Das war meine Absicht, doch dann geschah was Unerwartetes. Die Geschichte wurde angepasst und die Zukunft, in der das Xenoprisma erschaffen wurde, gab's nicht mehr. Ich selbst hatte keinen Körper, der in die Vergangenheit reisen konnte, um dies zu korrigieren. Es war ein glücklicher Zufall, dass ich dich traf. Jemand, der alles riskieren würde, um die verlorene Zukunft zu retten. Hurend. Nun wird die Raumzeit wieder extrem belastet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste große Beben kommt. Ich habe nur wenige Informationen über Zeitbeben. Was kann ein so großes Beben der Welt antun? Das kann ich beantworten. Zeit und Raum werden zerfetzt. Aber Zeit und Raum zu vernichten, was würde das denn bewerkstelligen? Du bist doch irre. Du hast mich angelogen. Du wolltest unsere verlorene Zukunft retten und das habe ich dir gesagt, wie du es tust. Was ist daran gelogen? Hast du nicht etwa vergessen, was ich sagte, als wir uns das erste Mal trafen? Ich sagte, durch diese Entscheidung würden viele Welten, unendlich viele Varianten der Zukunft zerfallen. Oder nicht? Ist alles wahr. Du hast eine Zukunft gerettet und damit die Ganzheit der Schöpfung zu ihrem Ende verdammt. Wie konntest du nur? Du hast deine Rolle erfüllt. Lebe wohl, Aldo. Junges des Kronos. Was hast du gesagt? Nandato? Was ist das? Wappnet euch! Es zieht uns in dich hinein! Und dann hat Aldo sich richtig blamiert. Haha, das kann doch nicht sein! Nicht wahr? Manchmal ist er es einfach begriffsschutzig. Wünschte, er würde offener über seine Gefühle reden. Klingt genau wie mein Bruder. Der achtet nie darauf, wie sich andere Leute fühlen. Oh, hallo Leute, was gibt's? Was macht die Bestie denn hier? Dieser Welt gehört den Menschen. Hör auf, sei nicht so fies zu ihr. Athena ist genau wie wir. Können wir nicht einfach Freunde sein? Du bist doch nicht ganz dicht, sie ist eine Bestie. Wir sind überhaupt nicht gleich. Ich schätze, so ein dummes Findelkind wie du begreift das nicht. Vielleicht bist du nicht mal ein Mensch. Ich wette, du bist eine Bestie wie sie. Und gibst dich nur als Mensch aus. Du bist gemein. Natürlich bin ich ein Mensch. Wenn du Bestien so sehr magst, solltest du vielleicht bei ihnen leben. Feen ist die Bestie, verjagt sie. 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 Nein, nein, hört auf. Hey, lass das. Willst du uns bekämpfen, Bestie? Allein gegen uns alle? Wir sind viel stärker. Außerdem sagen wir es den Erwachsenen, wenn du irgendwas machst. Denk nur, was die machen werden, wenn sie erfahren, dass Bestien ihre Kinder eingreifen. Uff. Vergiss nicht, wo du hingehörst. Wir Menschen regieren die Welt. Also, was willst du jetzt machen? Hört auf. Aldo! Ach man, da kommt ihr Bruder. Bis bald, kleine Weise, Fien. Alles in Ordnung, Fien? Aldo, ich... schon okay, ich bin ja bei dir.
Hey, du solltest vermutlich nicht mehr herkommen. Komm schon, Fionn, es ist Zeit, dass wir nach Hause gehen. Opa macht sich Sorgen. Aber Aldo! Ich weiß, was du denkst, aber wir können nichts dagegen tun. Lass uns gehen. Aitena, ich... Tut mir so leid. Ich kenne diesen Ort. Mom, wo sind wir? Was ist passiert? Wir wurden durch einen dieser Wurmloch-Dinger befördert. Vermutlich befinden wir uns in einer anderen Zeit. Das Phantom wollte uns vermutlich aus dem Weg haben. Könnte ich so überwundern, als sie banal sind, wären eine andere Zeit? Wenn man mit euch unterwegs ist, hätte man das wirklich. Hält das Leben wirklich einige Überraschungen bereit. Wohl reingelegt. Ich hätte nie erwartet, dass die Rettung unserer Zukunft nur noch mehr Gefahr für alle bringt. Nicht richtig, die Zukunft zu verändern. Wir müssen einen anderen Weg finden, um das zu korrigieren. Und was meinte dieser Kerl, als er mich Junge des Kronos nannte? In Elsion gab es einen Forscher, der Professor Kronos hieß. Eventuell ging es um ihn. Vielleicht, aber vielleicht könnte er der Vater von mir und Fionn sein. Er lebte 100 Jahre in der Zukunft. Ah, das ist so verwirrend. Konzentrieren wir uns lieber darauf, rauszufinden, wo wir so gerade sind. So, eine kleine Prediction. Weil das hier vom Macher von Chrono Trigger und Chrono Cross ist, ich würde jetzt mal anhand von diesem Zaun hier und diesem Boden hier erwarten, dass wir am Ende der Zeit sind.